Jetzt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist wieder soweit. Eine Folge Perlen von den Säulen und dank des wunderbaren Moll-Formats des Star-Architekten und Regisseurs Andreas Hofmann ist es heute auch möglich, dass ihr sie mit dabei seid bei diesem fast schon geschichtsträchtigen Moment, wenn wir anfangen, uns über ein Thema zu unterhalten, von dem wir denken, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Und das, weil die Nachricht gerade erst reingekommen ist, haben wir entschieden, doch über die Champions League und das neue Format zu sprechen, bei dem alle Teams jetzt im Turniermodus ab dem Viertelfinale gegeneinander antreten. Dejan, die Emotionen sind auch bei dir aufgrund dieser Nachricht hochgekocht. Vielleicht magst du ganz kurz deine Expertenmeinung zu diesem Vorstoß der UEFA sein. Ich würde wahnsinnig gerne darauf antworten, wenn ich hier zugehört habe, was du gesagt hast, habe ich aber gerade nicht, weil ich versucht habe zu schauen, wie ich aufzeichnen könnte, und es aber nicht geht. Aber setz einfach jetzt mal eine kluge, witzige Antwort hier ein, füge sie einfach später gleich hinzu, man kann es vielleicht reinschneiden und dann passt das wieder. Schneiden wir rein, also in einem anderen Setting. Es soll darum gehen, Bildungsinitiativen ist das Thema. Und die große Frage, wie kriegt man Bildungsinitiativen zum Laufen, beziehungsweise was hindert daran, wenn man neue Ideen auf die Gleise setzen möchte? Und ob wir uns nicht, und das ist eine der wahrscheinlich Kernfragen, um die sich diese Diskussion heute drehen wird, wie können wir verhindern, dass immer mehr der gleichen Initiativen in Zeiten, in denen das Geld dann auf einmal für sowas da ist, nebeneinander aus dem Boden sprießen und im Prinzip das Rad, jede Initiative das Rad für sich neu erfinden möchte. Genau, und wir haben einen kleinen Fragenkatalog zusammengestellt und ich würde auch gleich zur ersten Frage kommen, nachdem wir hier den Nerd-Talk schon hinter uns haben und einfach mal reingehen direkt ins Thema, nämlich genau mit der Frage, die ich eben schon angerissen habe, wie wir Initiativen aus der Endlosschleife in die Erfolgsspur bringen können. Und vielleicht fangen wir können ja auch mit Beispielen anfangen, ohne jetzt Namen zu nennen, darum geht es ja nicht. Aber vielleicht magst du, Andreas, als Host auch dieser Sendung einfach mal anfangen. Also mich betrifft dieses Thema tatsächlich emotionaler, als ich mir selbst zusprechen wollte. Weil eben ja ich auch viele Veranstaltungen in diesem Bereich mache, organisiere und das auch mit viel Herzblut mache. Und ich einfach sehe, dass viele Initiativen, Events, Kickoffs, was auch immer, wie auch immer du es nennen willst, schön sind, cool sind, geile Orte sind, geile Vernetzungsmöglichkeiten sind, die Leute motivieren und inspirieren und einen Tag später leider vergessen sind. So, und das ist so ein bisschen das, was mich ganz doll umtreibt, weil ich es ganz schlimm fände, wenn die Sachen, die ich beispielsweise organisiere, wenn das Eintagsfliegen wären im Kopfe der Menschen, die da teilnehmen. Und jetzt machen wir, und das haben wir ja auch schon im Privaten, haben wir uns ja darüber Gedanken gemacht, ist eigentlich mehr gewollt als eine Eintagsfliege? Wie schafft man es, eine Eintagsfliege zu etwas Konstantem, Nachhaltigem werden zu lassen? Ja, und das sind so die Fragen, die mich umtreiben und die ich gerne hier mit euch bequatschen würde. Mhm. Dejan, sag du mal was, weil du, wie, also ich sag jetzt mal so, ja. Dejan und ich haben uns vor ein paar Tagen furchtbar in die Haare gekriegt wegen einer Sache. Wir haben uns aber trotzdem lieb, Dejan. Nein, das ist ein emotionaler Scheiß. So, das ist einfach so, weil da viel Herzblut drinsteckt in dem Ganzen. Und das haben wir beide gemerkt. Und es wäre albern zu sagen, dass das eben nicht eine Herzenssache ist und dann eben auch mal hitzig werden kann. Nee, ich finde es nur, also ich gehe fest davon aus, dass es natürlich Zufall war, dass du sagst, wir haben es in die Haare bekommen, oder? Kleiner Witz. Mathe. Okay. Mathe. Okay. Ja, das ist ja gar nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, ich hatte mal vor kurzem eben so einen Tweet abgesetzt, wo ich eben gesagt habe, dass wieder diese ganzen Bildungsgipfel, Initiativen, Events gerade wieder irgendwie aufpoppen wie Pilze aus dem Boden.
Und es ist natürlich etwas, was eigentlich jedes Jahr so stattfindet. Deswegen auch dieses täglich grüßt das Murmeltier. Jetzt halt aufgrund von Covid-19 halt mit einem anderen Etikett. Und die Frage ist, die ich mir halt einfach dabei immer stelle, ich möchte jetzt gar nicht mal jemanden unterstellen, dass er oder vorwerfen, dass er etwas jetzt als aufzieht mit der Grundidee, nur kurz da zu sein und wieder weg zu sein, also gar nicht nachhaltig oder wirksam zu agieren. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder das möchte, dass er tatsächlich etwas in Bewegung setzen möchte und langfristig in Bewegung setzen möchte. Dann wäre für mich tatsächlich die Frage, wie man denn herausfinden könnte, ob man sich gerade in dieser Dauerschleife befindet, wo es dann doch wieder das nächste und das nächste und das nächste Event kommt, oder wie man eigentlich auf diese Erfolgsspur kommen könnte. Das heißt, was sind denn Faktoren, die man jetzt rauslesen könnte, ob es sich um eine Endlosschleife-Event handelt oder ob es jedenfalls etwas ist, was jetzt in eine Bewegung einfach reinbringt in die ganze Geschichte. Das wäre die Frage, die ich jetzt mal in die Runde werfen möchte. Was könnten so Faktoren sein? Also, ich habe eben noch mit Anna am Küchentisch darüber gesprochen. Und ich glaube, was vielfach passiert ist, dass diese Initiativen, die da nebeneinander aus dem Boden wachsen, für sich immer so ein bisschen diesen Genialitätsfaktor behalten wollen. Also die zwei Initiativen zusammenzuschließen und sich hinter einer Vision zu einen, wo ist das schon mal passiert? Das wäre eine Frage, die würde ich an euch zurückspielen, weil dann könnte man nämlich mal gucken, was für ein Beispiel gibt es eigentlich, wo das schon funktioniert hat. Aber eben auch anschließend an unsere letzte Folge zum Thema Clown. Ja, also dieses dringende Bedürfnis, etwas als Erster und Einziger zu tun und darüber zu übersehen, dass man vielleicht vereint eben in dem Willen und Bestreben, gute Bildung zu machen, sich eigentlich synergetisch mit anderen Gruppen total eins machen könnte. Also wenn Kollege X das macht und vielleicht schon Erfahrung hat, dann kann ich mich mit dem vernetzen und der Kollegin Y auch noch oben drauf und wir ziehen halt mal was Großes gemeinsam hoch, anstatt ja auch in so grober Ignoranz und Unkenntnis gegenüber der Dinge, die links und rechts von mir passieren. Aber ich glaube... Hier hast du Beispiele? Über so sich verquickende, vernetzende Projekte? Nein, überhaupt nicht. Also ich sehe das jetzt, nehmen wir mal mobile Punkt Schule, das ja eigentlich an Oldenburg gebunden war. Ganz ehrlich, ich habe zig Anfragen bekommen von Firmen, von Stiftungen, von anderen, die gefragt haben, ob sie gemeinsam da was machen können, auch unter dem Label was machen können. Was ich toll finde, was aber natürlich schwierig auch ist, ich habe noch nie von irgendeiner offiziellen Seite oder einer politisch motivierten Seite gehört, ey, geile Nummer, sie kriegen so viele Leute auf die Füße, die sind alle glücklich, wenn wir hier rauskommen, wollen wir da nicht was zusammen machen? So, und das zeigt mir so im Laufe der Zeit jetzt einfach, dass diese oft sehr politisch motivierten Geschichten eventuell überhaupt kein Interesse daran haben, aufgreifen. Was ist das hier? Das ist ein Netzwerk, nichts anderes. Ja, das Einzige, was ich mache mit dieser Veranstaltung, ist irgendwie den Rahmen bilden für ein großes Netzwerk. So, und darum soll es ja auch gehen. Aber ich habe nicht das Interesse, nicht den Eindruck, dass diese politisch motivierten und ja auch finanziell stark unterstützten Geschichten Interesse daran hätten, hier mitzumachen, um das größer werden zu lassen, sondern ich glaube, und das mag jetzt böse klingen, ich glaube, das Interesse besteht ja vielmehr, der Pionier für was Neues zu sein. So, und im Jahr 2020 der Pionier für was Neues zu sein, ist nicht ganz einfach. Da musst du dem Baby wieder einen neuen Titel geben, noch größer, noch bombastischer und noch wichtigere Menschen, die dann da auftreten. Also wie bei dem Thema des Clowns letzte Woche, es ist eben einfach ganz oft eine Frage der Motivation. Vielleicht kann man da noch mal eine weitere Perspektive dazugeben. Ich kenne tatsächlich nur ein einziges Beispiel, wo es geklappt hat und wo es genau der Fall war, wie du es beschrieben hast, Sally, und das ist aber halt bei uns in Freiburg. Und deshalb ist aber kein Zufallsprodukt, sondern das ist halt einfach scheiß viel Arbeit über lange Jahre, viele Gespräche und in allen verschiedenen Bereichen, das heißt, also ob jetzt Ämter, Initiativen, Vereine,
Menschen zu finden, die diese Kultur des Teilens verkörpern, leben und tatsächlich diesen Schritt gehen wollen, das ist eine echt komplexe Arbeit, die viel Zeit und Kraft kostet. Und deswegen bin ich, wenn ich denn, ich habe da auch da mein Tipp, ich habe geschrieben beim Tweet, mein Tipp, regionale Investitionen, das heißt regional-kommunale Netzwerke aufbauen, das ist so leicht dahingesagt. Und ich habe auch wieder gesehen, dass manch anderes jetzt übernommen hat und auch wieder, oder auch wieder übernommen hat, von sich aus das dann geschrieben hat, gesagt, hey, klar, logisch, lokale Netzwerke. Es ist aber nicht so simpel. Das ist echt, es klingt super einfach, es ist aber verdammt viel Arbeit notwendig, weil auch selbst in den regionalen und kommunalen Strukturen auch das Gleiche gilt, was Andreas beschrieben hat, ob jetzt auf Bundes- oder Landesebene. Das heißt, dieses sich wirklich darauf einlassen, zu sagen, es ist jetzt nicht meine Idee, sondern wir wollen das gemeinsam jetzt vorantreiben, sich zurückzunehmen und zu sagen, die Idee rückt in den Vordergrund. Das ist echt eine Sache, die eigentlich nicht der Kultur entspringt, die davor einfach jetzt über Jahrzehnte oder wie lange auch immer einfach da war und sich etabliert hat. Das heißt, du brauchst da schon irgendwie Brüche und du musst schon Anreize schaffen, dass es in die Richtung geht. Und das wird tatsächlich echt eine sehr komplexe und langwierige, zähe Arbeit. Uli hat hier gerade was geschrieben, Uli Felger. Das mit der Vernetzung ist schwierig, weil gerade in größeren Gruppen der Kontakt sehr flüchtig ist. Natürlich, in den Workshops ist das, weißt du, da sitzen teilweise, saßen gerade 200 Leute in Workshops, ja, um 17 Uhr. Und na klar, da gebe ich dir recht. Ich kann dir aber sagen, ich kann dir sagen, klingt so scheiße. Ich bin überzeugt davon und so hat es bei mir geklappt. Ich bin erst seit 2,5 Jahren, ich glaube, Dejan hat mich zu Twitter gebracht beispielsweise. Fand ich voll albern, den Käse. Ist heute immer noch albern, aber heute macht es Spaß, damit zu albern. Nein, dieses ganze Netzwerk ist ja gewachsen durch den Rahmen eigentlich. Und das finde ich so wichtig. Diese Workshops sind für mich wichtig, weil es darum geht es letztlich, ja, also die Qualität irgendwie zu liefern. Aber viel wichtiger, auch gerade bei den analogen Veranstaltungen, finde ich das drumherum. Und da habe ich solche Menschen kennengelernt und lieben gelernt irgendwie. Und das finde ich den wichtigen Aspekt. Und das fehlt mir manchmal bei diesen Hochglanzveranstaltungen auch, die, weißt du, da kriegst du dann ein Kanapé und dann gehen alle in Workshops und danke und ein paar Leute haben wichtig gesprochen. Nee, das Wichtige ist, dass wir diese Netzwerke, egal ob regional, da ist es genauso wichtig, nur umso wichtiger gerade in der jetzigen Zeit, aber auch bei den größeren Veranstaltungen, dass die Leute erkennen, das ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Weil ich finde, diese Tagungen, Kongresse, Barcamps, wie auch immer, Hackathons, wie auch immer man den Namen verteilt, müssen Orte sein, wo Leute sich wohlfühlen. Und dann müssen es Orte sein, die wiederkommen. Ja, ein Barcamp einmalig durchgeführt, bringt in meinen Augen wenig. Ja, das Barcamp aber im nächsten Jahr wieder durchgeführt, neue wieder an Bord zu holen, ich glaube, nur so kann es klappen. Also durch Kontinuität, und da gebe ich Dejan ja komplett recht, das ist ein Arsch voll Arbeit. Netzwerkpflege ist ein Fulltime-Job. Ich würde gerne darauf nochmal eingehen, was du gerade gesagt hast, denn für mich kommt da noch so ein zweiter Begriff ins Spiel und das ist nämlich nicht nur sich wohlfühlen, sondern auch Vertrauen. Also das Vertrauen darauf, dass ich als Teil eines größeren Ganzen trotzdem noch wichtig bin für das große Ganze. Also ich glaube, das ist bei ganz vielen, da schließe ich mich total mit ein, ich will auch sichtbar sein als Person in der neuen Initiative, die aus meinen Gedanken kommt und dann möchte ich auch irgendwie Lorbeeren abgreifen und ich will, dass die Leute sagen, boah, geiles Projekt. Ne? Also die Chance mit so einem, also für mich, auch für jemanden wie mich oder die Herausforderung oder die Angst, nicht mehr als treibende Kraft identifiziert werden zu können, ist, glaube ich, also ist bestimmt ein Problem. Und dann, wie gesagt, eine vertrauensschaffende Maßnahme eben über regelmäßige Treffen auch face-to-face und nicht nur online, das ist super wichtig, um einfach zu wissen, ey, okay, ich bin Teil eines tollen großen Ganzen und ich bin trotzdem wichtig innerhalb dieses Events, dieser Initiative, damit das Ding rollt. Aber da ist natürlich auch wiederum halt die Frage, Sally, in welcher Position befindest du dich? Das heißt, wenn du zum Beispiel in der Politik bist, dann bist du halt getrieben davon, in der Politik ist so wie in der Schule. In der Schule gibt es diesen, der heimliche Lehrplan, oder beziehungsweise nicht der heimliche Lehrplan, sondern der Bestimmer, wohin eigentlich, wieso Lernen so statt, wie wir Lernen stattfindet, ist eigentlich die Prüfung. Das heißt, jeder weiß das. Das heißt, wenn die Prüfung nicht so wäre, wie sie wären, dann würde Schule, Bildung, Lernen wahrscheinlich völlig anders ablaufen.
Und so ist es in der Politik halt auch. Das heißt, das, was letztendlich entscheidet, was passiert, ist halt, sind halt Wahlen. Das heißt, die Menschen, die entscheiden dann letztendlich dann doch, sie brauchen diese Credits, die brauchen das, um gewählt zu werden. Das heißt, sie denken im Hinterkopf immer diese Wahlen mit. So wie du im Endeffekt als Lehrer oder als Lehrerin eben halt die Prüfungen mitdenkst im Hinterkopf. Und das ist halt die Frage, wenn du sagst, du bist in der Verwaltung, du bist in der, als Verein irgendwie gemeinnützige Verein unterwegs, dann hast du diesen Druck ja nicht. Dann kannst du ja völlig anders agieren. Und das ist tatsächlich das, was so komplex macht in so Kooperationen oder kooperativen Arbeiten, dass manchmal einfach Interessen oder vielleicht auch Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit unterschiedlich sind. Und es ist aber nicht zwingend irgendwie leichter macht, die ganze Situation, muss man schon sagen. Und in Bildungsfragen ist halt für mich tatsächlich die Frage, ob man es nicht schaffen könnte, zumindest in diesem Punkt Bildung, weil es ja eben so dieses grundlegende, gesellschaftlich Notwendige ist, ob man sich davon nicht verabschieden könnte. Das war halt so meine Vorstellung, mein Wunsch einfach, dass uns vielleicht in diesem einen Bereich einfach gelingt. Weißt du, welchen Aspekt jetzt, wo du das gesagt hast, kam mir eine ganz andere Idee. Weißt du, was unglaublich schwer ist bei einer übergreifenden Vernetzungsidee, also nicht nur wir Lehrer unter uns, sondern darüber hinaus, ja, was du in Freiburg ja machst, merke ich gerade, dass es nur Schubladendenken gibt. Es gibt die wirtschaftlichen Interessen, ja, es gibt die schulischen Interessen, es gibt die ministeriellen Interessen und dann gibt es die Stiftung. Ja, die kaufen alles auf. Also es ist unheimlich schwer, die verschiedenen Akteure an einen Tisch zu bringen, mit einer Hochschule zu kooperieren, die dann sagt, ja klar, das finden wir gut. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, eine Bildungseinrichtung, eine freie Bildungseinrichtung, finden wir gut, ja, ist eine super Idee, aber Geld haben wir nicht. Und dann sage ich, ja gut, aber dann müssen wir kooperieren mit Menschen, die Geld haben. Nee, das dürfen wir nicht. Jetzt wird es schwierig gerade. Ja, also das sind ja auch diese verschiedenen Interessen, die dann aber auch noch auf Systeme treffen. Und das macht es ja auch gerade bei diesen Monster-Initiativen für mich so schwer. Wer hat eigentlich welches Interesse wo? Ich versuche das beispielsweise bei diesen Veranstaltungen hier so transparent wie möglich zu machen. Ja, ich muss da irgendwann mit von leben, zumindest einen Teil meines Lebens muss ich damit bestreiten. Das wird bei so einem Online-Format nicht passieren. Da sind Firmen drin, die sind ausgezeichnet als Firmen. Und ja, das kostet Geld. So, und diese Transparenz vermisse ich ganz oft. Und ich glaube, das ist auch das, was mich so emotional werden lässt bei dieser ganzen Frage. Mir fehlt A, die Transparenz und B, die Nachhaltigkeit. Ja, es werden Scheißgelder da reingepumpt in Einmaldinger, die ich total gerne gehabt hätte für dieses Ding hier. Ja, dann wird man ja auch egoistisch. Verstehst du? Das ist so ein Problem, wo ich gerade mit zu kämpfen habe. Aber da glaube ich, ist es, also wenn man das Pferd, und ich sage das, weil wir gerade als Europahaus, also mit meiner Stiftung, in einem ähnlichen Prozess stecken, Supervision und wo soll die Reise hingehen und so. Und statt sich so diese kleinen Rädchen anzugucken, also diese Blasen, die da nebeneinander sind und die alle unterschiedliche Interessen haben, zu sagen, was ist denn der überspannende Bogen, der uns eint? Und sind wir uns da so sicher, dass das ist, was wir für die Bildung wollen, dass alles andere sich diesem Grund anschließen muss oder beziehungsweise dann folgt und sich Dinge auflösen und so. Ne? Also zum Beispiel auch so eine Tatsache wie, natürlich ist es in der Förderlandschaft, die nur Projekte fördert, die neu sind, total logisch, dass sie das damit befeuern. Ne? Also ganz viele Initiativen und Events, die nebeneinander aufpoppen. Denn jeder muss ja per Definition ein neues Projekt an den Start bringen. So, aber wenn ich wüsste, okay, das sind andere Europahäuser, andere Schulen, andere Lehrende, die mit mir in diese Richtung gehen wollen, so wie wir drei uns sehr einig sind darüber, in welche Richtung wir mit Bildung eigentlich grundsätzlich denken, dann kann das ja passieren. Ja? Und dann mache ich mich gerne auch mal kleiner, als ich bin, um euch nicht immer zu überstrahlen. Also, ja, das glaube ich. Ist ja das, ist auch da, das wissen wir auch zu schätzen. Ja, das dachte ich. Ja. So. Ich wollte das nochmal ganz altruistisch betonen in dieser Stelle. Ich muss eben googeln, ey. Altruistisch. Also vielleicht nochmal, weil ich am Anfang ja die Frage gestellt habe, wie man das ermitteln könnte, ob etwas wirksam, nachhaltig ist. Und Andi hat es ja schon ein paar Mal erwähnt, aber ich glaube, das ist ein Punkt, den würde ich nochmal einfach betonen muss, ist tatsächlich das Konzept. Das heißt, ich frage mich immer, ist ein Konzept da?
Das heißt, ich schaue mal, ist es eingebettet in so einen roten Faden? Also führt es irgendwo hin? Gibt es eine Vision? Gibt es einen Weg? Was ist davor passiert? Wer ist daran beteiligt? Das heißt, hat das Ding überhaupt eine Chance? Das heißt, eigentlich ist mal eine Prozessanalyse, um herauszufinden, was liegt eigentlich überhaupt hier vor. Und das ist aber jetzt eine Beobachtung, eine Beschreibung, die eigentlich, die kannst du auf einer Schulentwicklungsebene untersuchen, genauso wie auf einer kommunalen oder Bundesebene. Und die Probleme sind eigentlich letzten Endes immer gleich. Also ich habe hier im Chat hier vorhin gesehen, hat eine Kollegin, ich weiß nicht, ob wir jetzt den Namen hier vorlesen dürfen, weil es ja nach im Netz ist, hat ihnen geschrieben, dass sie zum Beispiel eine Idee hatte für ihre Schule, das Kollegium, aber wie es schon an vielen Orten wohl so gab, aber das Kollegium einfach gar nicht bereit war, in die Richtung mitzugehen oder manche Teile des Kollegiums nicht bereit waren, mitzugehen. Und das ist ja der springende Punkt. Also im Prinzip dieses gemeinsam Dinge zu entwickeln, gemeinsam an einem Bild zu arbeiten. Das heißt, diese Bereitschaft, die Fähigkeit, kollaborativ zu arbeiten, ist ja jetzt nicht nur, ist jetzt nicht so, dass es nicht allein schon schwer genug innerhalb einer Instanz also ist. Weißt also zu sagen, selbst im Kollegium, also wie viel Kollaboration, wie viel Offenheit, wie viel Transparenz, wie viel existiert denn da im Kollegium allein schon? Und dann zu sagen, jetzt im nächsten Schritt mal in die Ebene höher zu gehen, wie viele Schulen kennst du, die das miteinander machen? Und dann kannst du wieder und höher gehen und ist klar, je höher du gehst von der Ebene, umso komplexer wird die ganze Geschichte. Aber die Grundvoraussetzung ist erstmal die Bereitschaft und die Fähigkeit, überhaupt so arbeiten zu können und zu wollen und sich davon zu verabschieden, dass man sagt, ich entwickle alles alleine und ich weiß das alles. Und sozusagen, lass uns mal gemeinsam alle unsere Potenziale in die Waagschale werfen und dann was Geiles draus stricken, was Geiles entwickeln. Aber was für mich auch eine der Gretchenfragen ist, also wie seht ihr denn das mit der Beteiligung kommerziell Interessierter, also kommerzieller Anbieter? Das finde ich ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also wenn Initiativen ins Land gerufen werden, die groß sind, vielleicht auch toll sind und gute Plätze bieten, wie ist denn das dann zu vereinen, dass dort kommerzielle Interessen hinterstecken? Also nicht von dem, der das ins Leben ruft oder der Ausgaben hat oder sowas, sondern da sitzen Menschen, die machen damit Geld, mit dem, was ihr bietet. Das finde ich einen ganz schwierigen Punkt. Und da fasse ich mir an meine Nase ganz oft, dass ich gucke, mache ich das eigentlich auch? Also mache ich das mit diesen Veranstaltungen auch, dass ich das Know-how von Menschen nutze, um einfach eine geile Veranstaltung zu haben? Wertschätze ich das genug? Oder haben da kommerzielle Anbieter überhaupt nichts zu suchen? Also das ist so, das geht den ganzen Tag durch meinen Kopf. Also ja, du machst es auch. Du machst es auch, aber Wertschätzung ist mal eine andere Geschichte. Und die Frage ist halt tatsächlich auch, ob man das dann so auch trennen muss und trennen soll. Vom Bauchgefühl her, ich versuche das ja zu trennen. In meinen Bereichen, wo ich unterwegs bin, aber ich versuche es insofern zu trennen, nicht zu sagen, dass jetzt Wirtschaft nicht da nichts verloren hat, sondern dass einfach das Geld verdienen da nicht so viel verloren hat. Ja? Das heißt, das Geld verdienen muss woanders stattfinden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so ein Barcamp mache, wo dann versuche ich da schon, dass Leute mit dazukommen, die Expertisen und Perspektiven einpflegen können, aber das darf das Ziel eigentlich nicht sein, dass er da in dem Fall an dem Tag Geld verdient. Ja, also das heißt, ich möchte eigentlich in dem Fall haben, dass die Sache im Mittelpunkt steht. Wenn natürlich daraus Dinge entstehen, wo Geld verdient wird, habe ich, also finde ich, ist doch völlig legitim. Vor allem, muss ich ganz ehrlich sagen, ist aber auch so ein Bildungsding, auch so ein Lehrerding, dass immer sobald irgendwas mit Wirtschaft fällt, sofort der Ruf da ist, Lobbyismus. Oder muss man aufpassen. Ja, und manchmal zu Recht da ist, aber manchmal auch, finde ich, völlig deplatziert ist. Und deswegen, ich finde es nicht einfach. Ich finde diese Frage gestellt, das finde ich auch mega, mega schwierig. Aber ich glaube tatsächlich, die einzige Lösung ist, dass man offen und ehrlich darüber spricht. Also ich ja, offen und ehrlich, dann will ich das mal tun. Das hat ja auch was mit uns zu tun, ne? Mit uns, die wir solche Veranstaltungen besuchen. Und das ist, also man kann natürlich die Ökonomisierung der Bildung herbeireden und irgendwie das alles schlecht finden. Auf der anderen Seite, warum brauchen wir überhaupt Wirtschaftsunternehmen in geilen Projekten, wenn wir das über Teilnehmendenbeiträge herstellen können. Aber die Bereitschaft, in gute Projekte zu investieren zum eigenen Nutzen, also zur eigenen Fortbildung, ist einfach überhaupt nicht da. Ja, also wenn ich mir das angucke, wie das in den USA läuft, wo Menschen einfach viel mehr den Nutzen erkannt haben, Geld in ihre eigene Bildung zu investieren,
auch weil das System natürlich so funktioniert, wie es funktioniert, aber für die ist es kein Problem oder beziehungsweise für die ist es nicht so eine hohe Hürde, zum Beispiel für ein Wochenend-Retreat $2,500 in die Hand zu nehmen. So, die machen das, da benutzt das, das ist ein anderer Stellenwert und hier scheißen wir uns ein, wenn irgendeine Konferenz an 3 Tagen 180 € kostet. Ja, also was nichts kostet, ist nichts wert. Und, über 10 Euro kann ich dir sagen, ist eine magische Grenze. Ja. Bei Lehrerveranstaltungen, ja. Über 10 Euro beginnen die Rückforderungen und es beginnt dann zu schauen, wie das Catering ist. Ja. Und das ist kein Witz, das ist ein Erfahrungswert aus Dutzenden von Veranstaltungen. Ja. Und weißt du, wenn wir, und dann komme ich wieder zu dieser gemeinsamen Vision, wenn wir der verschrieben werden, das kann ich ja von zwei Seiten aus tun. Ich kann es als Besuchender tun, indem ich das Ganze unterstütze, weil ich einen Teilnehmerbeitrag von 500 € zu zahlen bereit bin und sich das so rechnet. Und dann brauche ich auch hinterher mich nicht darüber beschweren, dass, weiß nicht, irgendein Unternehmen da ist, das mir jetzt das Essen bezahlt. Nee, das habe ich mir dann selber bezahlt. Plus, da sind noch Leute, die für ihre gute Arbeit entlohnt werden. Was macht denn, also bevor wir gleich diese Fragen weitermachen, was mich gerade treibt, ist die Frage, was macht in euren Augen eine Initiative, ein Projekt, eine Veranstaltung wirklich nachhaltig? Also das habe ich für mich immer noch nicht so richtig beantwortet gesehen. Die Tatsache, dass es über Jahre lang hält, ist natürlich vielleicht ein Punkt. So, also wird es angenommen, dann nehme ich beispielsweise, um das jetzt hier auf diese Veranstaltung, weil ich da natürlich gedanklich drin bin gerade, das Feedback der Menschen, ja, und das über Jahre gibt mir ganz viel und zeigt mir auch, dass es irgendwie nachhaltig ist. Aber wie schafft man das oder was macht Nachhaltigkeit? Ich glaube tatsächlich, also zum einen, was wir ja schon gesagt haben mit diesem Konzept, mit einem Plan, mit einem roten Faden und einer Vision, wo das Ganze hin soll. Aber ich befürchte, es gibt eine Sache, die eigentlich die relevanteste ist, die du gar nicht so richtig nachhaltig gestalten kannst. Weil das unser Google Doc hast du hier eingetragen, gibt es überhaupt Nachhaltigkeit? Also gibt es solche Geschichten, die nachhaltig sind? Und jetzt gehen wir davon aus, man kennt jetzt ja verschiedene Bereiche nehmen, jeder kennt sich ja, hat ja schon einige Projekte und Initiativen ja schon gestartet, immer mit dem Gedanken, mit dem Wunsch, ich möchte nachhaltig arbeiten. Und dann stellst du aber trotzdem fest, dass der wesentlichste Faktor eigentlich bei der ganzen Arbeit der Mensch selbst ist. Das heißt, du mit deiner Art, mit deinem Netzwerk, mit deinem Know-how, mit deiner Kultur, die du reinbringst. Das heißt, also eine Schule ist erstmal nur ein leeres Gebäude, was gemietet ist von der Stadt und wo du einfach Menschen befüllst. Und je nachdem, welche Menschen drin sind, hast du diese Schulkultur. Und das heißt, als Beispiel, ich habe jetzt in einer Schule, habe ich jetzt über Jahre eine SMV-Arbeit und Demokratiebildungskultur versucht einzuführen, die ich als sehr gesund empfand. Als ich von der Schule weg bin, habe ich mir sagen lassen, dass es relativ schnell wieder weg war. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, okay, wie könnte man solche Sachen nachhaltig machen? Das heißt, du müsstest eigentlich ein System einführen, dass eine Kultur so da drin verankert ist, dass wenn eine Person rausgeht, dass es trotzdem beiden erhalten bleibt. Und das ist aber unglaublich schwierig. Das heißt, das kann man erreichen. Also ich kenne zum Beispiel Schulen und andere Bereiche, wo man dann so eine Kultur schon drin hat und die Leute einfach dann so eine Grundoffenheit und den Grund, also dass das dann irgendwas schon dann da ist. Aber so weit zu kommen, dass es so viele Personen machen, dass wenn 1-2 Leute wegfallen, das trotzdem getragen wird, weiter getragen wird, das ist letztendlich das Ziel. Das heißt, ich glaube, dahin müssen wir hinarbeiten. Selly, was hast du? Erhelle uns. Philosophisch. Ja, also ich glaube, dass Projekte natürlich entstehen, weil eine Person Leidenschaft entwickelt und dass es dann echt schwierig ist für die Generationen, die danach kommen. Ich sage mal Generationen, auch wenn es irgendwie dieselbe Alterskohorte vielleicht ist, aber für die Menschen, die danach rücken sollen und etwas übernehmen, was sehr die Handschrift einer Einzelperson trägt, dann ist es natürlich immer schwierig. Und deswegen würde ich auch sagen, so kollaborative Prozesse, die sind einfach total wichtig, damit jeder sich am Ende mit dem Ding identifizieren kann. Wie man das allerdings so realisieren möchte, kann, dass das funktioniert und dass Übergänge nicht gleich den Tod von einem Projekt bedeuten. Da bin ich auch überfragt. Aber ganz generell gibt es einfach auch, weiß ich nicht, wie viele wirklich, wirklich leidenschaftliche Menschen es da draußen gibt, die auch
bereit sind, so viel von sich zu investieren, also finanziell, zeitlich und so. Also das ist ja auch mit Kosten verbunden auf einmal. Ja, klar. Ja. Also, ja, also ich finde das super schwierig. Ich finde es gerade auch schwierig und mache mir da ganz viel Gedanken drüber. Muss ein Impuls oder werden Initiativen, Projekte, Veranstaltungen, Events, was auch immer, werden die eher akzeptiert und somit nachhaltiger oder ernsthafter oder wie auch immer, wenn die von unten kommen, von einem aus der Mitte? Oder wenn ein Schirmherr dasteht, der bei Höhle der Löwen dann irgendwas macht oder so, keine Ahnung. Also muss das irgendwie eine fette Nummer sein, ja, weil das Leute zieht? Oder ist es authentischer, wenn es wächst? Ich glaube, dass es tatsächlich, ich glaube, es zieht, wenn du von oben den Badge hast oder die Credits hast. Das heißt, wenn irgendwie dann der, keine Ahnung, Oberbürgermeister, die Bundeskanzlerin, Gottvater, wer auch immer, irgendwie die Botschaft verkündet und sagt, das machen wir, dann glaube ich einfach, weil das System halt nun mal so konstruiert ist und hierarchisch aufgebaut ist, dass dementsprechend die Leute es dann als seriös, als wichtig empfinden, etwas da zu tun. Die Ironie in der ganzen Geschichte ist, dass es aber so nicht funktioniert. Das heißt, in dem Moment, wo du in dem Fall darauf eingehst und die Hierarchie und diese Struktur bestätigst durch diese Annahme, da die von oben jetzt eben so betätigt wurde, kannst du gar nicht diese Offenheit in die Kultur erreichen, die ich vorhin beschrieben habe. Das heißt, der einzig tatsächlich authentische Weg und der wirklich wirksame Weg, nachhaltig zu sein in diesen ganzen Prozessen, kann nur von unten kommen. Weil wenn es von unten kommt, dann ist es einfach basisdemokratisch, dann ist es im Fall partizipativ, dann ist es im Endeffekt auch leidenschaftlich und auch gewollt. Und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich zwar von oben die Annahme, also die in der jetzigen Kultur eher da ist, als wenn es von unten kommt. Das merkt man dann schon. Das heißt, wenn du jetzt halt irgendwas Kleines strickst und dann halt einfach die Sachen, die jetzt halt irgendwie als wichtig angesehen werden in dem jetzigen Kultur, da nicht dabei sind, dann wirst du halt nicht so nicht wahrgenommen. Also ich mache es mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt irgendwie eine kleine Veranstaltung hier mache und da wird dann draufstehen, der Freiburg gestalten oder sowas, dann wird es zum Beispiel nicht so viele Leute ziehen, als wenn da draufsteht, Freiburg gestalten, Stadt Freiburg, die und die, die und die und die und die. Das heißt also auch mit Kooperationspartnern, die in deren Ranking, in deren Kreditsystem seriös sind. Auch wenn es das gleiche Angebot ist, aber die brauchen das scheinbar. Und jetzt ist halt die Frage, also deswegen ist es ist echt mega schwierig, da was auszuhandeln, was voranzutreiben, weil irgendwie so völlig von der Basis aus diese Grünwurzel? Gras. Ja. Gras. Graswurzel, grün, ja. Graswurzelbewegung. die ist notwendig, aber die ist eigentlich schwierig. Das ist wirklich schwierig, da in die kritische Masse zu erreichen. Ja, aber das ist sicherlich wahr und gleichzeitig auch sehr, sehr, sehr traurig. Ne? Also, wir wissen ja selbst, die lautesten Hafensänger sind nicht die besten Hafensänger. Ne? Alle Peter. ja, und also deswegen auch, das geht wieder zurück auf diesen Netzwerkgedanken auf der Mikroebene, auch sich wirklich willig zu vernetzen und nicht der Kopf eines Netzwerks sein zu wollen, um diesen Gedanken der Schwarmintelligenz leben zu lassen, ne? Die dann nicht nur funktioniert, weil wir alle zusammen Wikipedia-Artikel schreiben, sondern weil wir wirklich zusammen in der Lage sind, ein Projekt in die Welt zu bringen, auf das die Welt unserer Meinung nach auf jeden Fall gewartet hat. Wir sind selber gerade auf der Suche, Anna und ich, nach Menschen, mit denen wir so ein Work-Life-Projekt aus dem Boden stampfen können, die so ein bisschen ähnlich ticken wie wir. Und es ist einfach schon seit einem Jahr eine große, große Schwierigkeit, diese Menschen zu finden. Also, wo ich jetzt aber auch langsam in so einen Prozess komme, wo ich denke, vielleicht müssen wir auch nicht auf allen Ebenen immer übereinstimmen. Wir gucken einfach, weil das große Ganze uns zusammenhält. Jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Aber Aber wenn du da einen Schirmherr brauchst, ne? Ich bin jetzt Schirmherr.
Also ich würde das Ganze auch als Schirmherr jetzt auch durchlaufen lassen. Okay, ja, das ist gut. Das ist gut. Nee, dann finden wir bestimmt die Richtung. Kannst du noch mal auf die Liste? Wir hatten ja noch ein paar Fragen, die wir vergessen, weil wir haben Ja. schon eine Dreiviertelstunde. Ja, wir haben hier zum Beispiel die Frage, welche Rolle spielt Digital Washing? Don't get me started. Ja, Digital Washing. Jeder wäscht sich gerne und jeder riecht gut. Deswegen funktioniert das auch so schön. Dejan, das ist da dein Punkt, ja. Hau mal raus. Ja gut, beim Digital Washing, ich hatte ja vor ein paar Tagen, also eigentlich ging es darum, ich habe glaube in einer wieder mal Unterhaltung habe ich den Begriff irgendwie einfließen lassen, um was zu beschreiben, weil ich das Gefühl hatte, er trifft es eigentlich ganz gut. Und dann hat eben eine gemeint, schreib es mal auf, die drei, vier Sätze, dass es einfach mal irgendwo feststeht und man sich darauf beziehen kann. Und das habe ich jetzt gemacht. Und im Endeffekt geht es darum, dass du, wie beim Greenwashing halt auch, dass die Bestrebungen da sind, das ist eine Beobachtung, die einfach jetzt viele teilen, die im Bereich im Digitalen unterwegs sind, dass jetzt Personen, Initiativen, Gruppierungen etwa so einen ganz neuen, heißen, geilen Scheiß machen und dann eben als innovativ, progressiv sich in dem Fall schmücken und die Fassade auch dementsprechend so wirkt. Letzten Endes aber tatsächlich nichts Fundiertes da ist. Das heißt, wenn du auf den zweiten Blick stellst, sondern fest, es ist viel Glitzer, viel Glamour, aber es ist nichts, keine Substanz da. Und das eine ist, mag an manchen Stellen nicht so dramatisch sein. An manchen Stellen ist aber ganz dramatisch sein, weil es eben halt auch Prozesse verhindern kann, die notwendig wären. Das heißt, wenn du natürlich jetzt zum Beispiel hingehst als Unternehmen und eben dann diese so große Events und Buzzwords dich schmückst und sagst schon mal, wir haben hier Inkubator, wir haben das hier und wir machen hier mega geile Scheiß, aber du genau hinschaust und guckst, welche Prozesse finden überhaupt statt und dann feststellst, da findet eigentlich gar nichts statt, dann ist natürlich schlecht, weil durch dieses nach außen, ich tue ja schon was, ein Gefühl entsteht von, ich muss jetzt nicht da, in dem Bereich muss ich nichts mehr tun. Und das ist natürlich im Bildungsbereich, also in allen Bereichen auch so. Auch mit Events verbunden, dass man natürlich dann auch wiederum sagt, schau, es gibt doch da was. Es wird doch etwas getan. Und dementsprechend auch vielleicht so dieser Druck, die Notwendigkeit vielleicht ein bisschen schwindet, um etwa in Gänge kommen zu müssen oder Prozesse anzuregen, die einfach notwendig wären. Was ich da immer bezeichnend finde, und jetzt auch in naher Vergangenheit und in naher Zukunft auch, dass viele dieser Initiativen im Prinzip ein Sammelbecken sind für Dinge, die ja schon lange draußen sind. Also die rufen in den Wald, das sieht geil aus, die haben eben den Schirmherrentitel, den ich noch nicht habe, und das wird alles gut verkauft, das ist eine wunderschöne Homepage. So, und dann in letzter Instanz werden da dann Sachen angeboten, die wir schon vor Jahren durchgekaut haben. Von den gleichen Menschen, die teilweise den gleichen Scheiß dort nochmal anbieten. Und dort natürlich werbewirksam auch nochmal abgefeiert werden. Und da muss ich sagen, da fängt es dann bei mir an, weh zu tun. So. Wo ich mir dann denke, nee, Leute, dann fangt mal an, geht mal in die Schulen, guckt euch mal regionale Initiativen an, kleinere Initiativen und wertschätzt die Arbeit, die da reingegangen ist. Packt auch vor allem eure vielen Millionen, die in diese Initiativen gehen, in diese Netzwerke, in bestehende Sachen und würdigt das, was da ist, bevor ihr im Prinzip ein Sammelbecken aufmacht für alles, was es schon mal gab, damit die Leute sich nochmal profilieren können. Das macht mich echt, das macht mich ein bisschen madig, muss ich sagen. Weil es gibt so viele geile Sachen da draußen und so viele Initiativen von Kollegen und auch von Nicht-Kollegen, von anderen Bildungsinteressierten und sowas. Ich vermisse gerade die Unterstützung dieser Initiativen. Und baue gerade so eine Mauer auf, was so Hochglanzgeschichten angeht. Ja, und dann ist es vielleicht auch immer wieder unsere Aufgabe oder auch so ganz uneigennützig auf solche Projekte immer wieder aufmerksam zu machen. Also in einem großen Stil, wenn ich dann sehe, die Tagesschau oder das Heute-Journal hört auf und versucht krampfhaft mit einer guten Nachricht aufzuhören. Und da kommt so ein Wal in irgendeinem englischen Kanal. Anstatt irgendwie eine Nachricht über eine geile Bildungsinitiative oder gegen Armut kämpfende NGO vorzustellen, die irgendwie geile Arbeit im Sudan macht oder so, weißt du, kommt so der Scheiß Wahl.
Und da denke ich mir dann auch, wenn wir unsere Plattform dafür nutzen würden, die wir nun mal haben auf Twitter oder in den sozialen Netzwerken oder auf unseren Blogs oder was auch immer wir tun oder hier diesen Podcast, um darauf aufmerksam zu machen, was es da draußen gibt. Also ich meine, dann muss man das halt tun. Also dann und zwar immer wieder. Also dann verschafft man den Leuten auch Gehör, von denen man glaubt, dass es haben soll. Also es, ja. Ich will heute, ich betreue seit 3 Stunden diese Lounge, den Ort, wo Leute hinkommen, die sich verlaufen haben und nicht weiter wissen und Fragen haben. Da war vorhin eine Dame, das hat mir so das Herz aufgemacht, das war herrlich. Ich habe es gerade auch schon erklärt, die saß du unten links, hier so in etwa, saß du ihren Kopf und die guckte nach oben, also die Kamera, alles total Murks. Sie war auf Mauritius, den virtuellen Hintergrund hat sie gefunden und sie guckte nur und meinte, oh cool, ich wusste gar nicht, dass es geklappt hat. Und dann meinte ich, wo wollen Sie denn hin? Sie, nirgendwo. Ich will hier nur einfach mal durch alles durch. Finde ich total geil. Ich lerne gerade viel. Tschüss. Und weg war sie wieder. Und ich glaube, wie geil war das denn? Wahrscheinlich warst du die Person, die mir am heutigen Tag am meisten in Erinnerung bleibt. Weißt du? Und diese Menschen will ich erreichen. Ja, und diese Menschen, denn diese Neugier ist ja da. Die ist ja bei den meisten da. Dieses Lehrer-Bashing, da müssen wir nicht drauf eingehen. Aber es ist ein Funken Neugier drin in den Menschen. So, aber wie erreichen wir die? Die erreichen wir ja nicht mit diesen Einmalinitiativen. Da kommt keiner von denen hin. Du glaubst doch nicht, dass ich, wenn ich das noch nie gemacht habe und nicht mal weiß, was Zoom ist, dass ich mich in so ein Monster begebe und dort eben wirklich ehrlich sage, hey Leute, ich bin überhaupt nicht auf eurem Wissensstand. Ich fange von ganz vorne an. Das, was die Dame sich vorhin getraut hat, ich fand das so toll. Das hat sie aber nur in der, weißt du, wir haben gerade irgendwie uns zugeprostet und jo moin und so, das hat sie in der Atmosphäre sich getraut. Und wie schafft man das eben, diese Atmosphäre hinzukriegen? Das würde ich gerne. Und wie, im anderen Schritt, wie kriegt man die Menschen, wie erreicht man die Menschen? Ich glaube einfach, weil du jetzt ein paar Mal so Schirmherr und so weiter gesagt hast, oder Schirmherrin, wie auch immer, ich glaube, es ist nicht, also ich glaube, dass die Leute, die es nicht, also ich glaube, man darf sich muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass Menschen irgendwelche Lemminge sind, die dann so einen Scheiß irgendwie abkaufen. Die wissen ganz genau, was Sache ist. Die Leute wissen ja, was Hochglanz ist. Also nicht alle, das ist natürlich etwas, wo wir uns dann ärgern, wenn wir zum Beispiel feststellen, gerade so Digital Washing-Geschichten, dass Menschen drauf reinfallen und scheinbar, wenn sie aus der Materie nicht auskennen, dann denken, oh krass, das ist ja mega. Das heißt, das ist etwas, was uns ärgert, aber ich glaube schon, dass trotzdem sehr, sehr viele eigentlich da durchsteigen und verstehen, dass es halt Grütze ist. Und ich glaube deswegen auch, wenn man zum Beispiel in die Kollegin reinschaut und sagt, die machen sich nicht auf den Weg, haben sich nicht auf den Weg gemacht, ey, es ist einfach ganz klar, wenn die sagen, ich mache mich nicht auf den Weg, weil einfach die Voraussetzungen nicht da sind, dann ehrlich gesagt, ich unterschreibe sofort. Es ist doch auch so. Also ich kann ehrlich gesagt auch gar nicht, ich kann eigentlich von Kollegen und Kollegen nicht erwarten, dass sie sich auf den Weg machen, wenn halt immer noch 2020 der Zustand ist, dass halt ich nach Hause gehen muss, um WLAN zu haben, gutes Internet zu haben, Geräte zu haben, die ich privat gekauft habe und einfach mich selber einzuarbeiten, um eine Lösung zu haben, die funktioniert und von oben aber, Anführungszeichen, das heißt aus diesen Hierarchieebenen, diese Lösung nicht angeboten werden, die Voraussetzungen nicht geschaffen werden. Also gehen wir jetzt von mir aus dieser Geschichte mit, wie baue ich etwas auf, wie könnte ich jetzt Kommunikation, Lernen im Prinzip aufbauen, was asynchron funktioniert. Ist aber so, dass wir weder Technik vorhanden haben, noch haben wir die Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, wirklich da was zu machen. Also als Beispiel nehmen wir das alte Thema Datenschutz. Es ist halt bekannt, es gibt einfach Listen, 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 was nicht geht, aber du hast halt so wenig, wo erklärt wird, was du machen darfst. Und das sind so Dinge, wo ich dann schon denke, das sind halt Punkte, die einfach fehlen. Und solange die halt die nicht wirklich angegangen werden, da glaube ich einfach, dass die Leute sagen, ihr meint es nicht ehrlich. Und ich glaube auch, was sie darin erkennen, ist, dass eben nicht nachhaltig ist und nicht wirksam ist. Und deswegen investieren sie die Kraft auch zum Teil nicht. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, hätten die Grundlage, dass alle Schulen ausgestattet wären mit Internet, mit mobilen, wie auch immer, Endgeräten, mit Freiraum, sich als Schule entwickeln zu können und so weiter, Unterstützung bekommen würden an der Stelle, wo sie Unterstützung brauchen. Ich glaube, dass die Bereitschaft eine völlig andere wäre. Deswegen müssen wir uns gleich ein bisschen auch davon verabschieden, zu sagen, was müssen eigentlich jetzt Lehrerinnen und Lehrer eigentlich leisten, sondern eher auch mal zu sagen, okay, welche Voraussetzungen müssen eigentlich geschaffen werden,
damit wir sie da hinbekommen. Weil ich für dieses von sich aus, diese Graswurzelbewegung ist ja sehr idealistisch gerade. Und ich glaube, diese Idealisten, die wirst du einfach so in dieser Zahl nicht haben. Und ehrlich gesagt, ist auch falsch. Ehrlich gesagt, ist wirklich falsch, weil eigentlich, was wir machen, ist ja Selbstausbeutung. Das heißt, was wir im Prinzip hier machen, ist, wir retten eigentlich ein System, was eigentlich so nicht gerettet werden sollte, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja, hast du recht. Nur was wird sie jetzt tun? Es wird sich ja nicht ändern. Naja, also ich finde, es hat dann schon auch was mit einem Mindset-Wandel zu tun. Also entweder komme ich zu dem Schluss, wie du sagst am Ende, das ist ein System, das ich nicht retten will, dann gehe ich halt raus, ja? Also bevor ich mich selber verbrenne. Weil Pionierarbeit für einen Kompromiss zu machen, das ist ja noch viel trauriger. Naja. Ja? Also wenn ich dann nur 30% der Ideen, die ich habe, umsetzen kann, weil das mich da ständig bei blockiert, ja, vielleicht ist es dann irgendwann Zeit, den Job zu wechseln oder sich was anderes zu suchen und zu schauen, wo man anschlussfähige Initiativen und Projekte finden, die das vielleicht schon tun und wo ich einfach so ein bisschen ein Stück weit auch Erfüllung dahinter sehe. Ne? Und wo es mir das wert ist, auch diese Sicherheit aufzugeben, die ich, von der ich ja nur weiß, dass es sie gibt, weil ich sie selber nie hatte. Aber ja, und dann ist es tatsächlich so, Pionierarbeit ist halt der Typ mit der Machete, der durch den Dschungel zieht, und das ist halt nun mal ein fucking anstrengender Job. Ne? Also sonst wäre es keine Pionierarbeit. Also irgendwie dicke Bretter bohren musst du wahrscheinlich überall. Also es ist ja nicht nur in der Schule so. Wurde gerade auch schon im Chat ganz viel drüber geredet, über das Selbstverständnis und das und nicht nur Selbstverständnis, sondern das Verständnis der eigenen Lehrerrolle. Ja, natürlich, das ist es. Das ist auch natürlich der Kernpunkt, und Dejan hat auch recht, wenn er sagt, wenn die Rahmenbedingungen so scheiße sind, können wir nicht von den Menschen verlangen, dass sie, ich meine, das Ding hier ist eine harte Nummer, ja, das sind 4 Stunden. Wer schafft denn 4 Stunden nachmittags, wo die Kinder rumflitzen und so weiter und so weiter, ne? Also jeder hat hier heute seinen Tag danach geplant, auch wenn es letztlich nur im Wohnzimmer sitzen ist. So, und das, da hat auch nicht jeder Bock drauf. Aber trotzdem frage ich mich natürlich, wie kann man Räume schaffen? Und das ist so mein Ansinnen, und das ist auch das, was Anselm gesagt hat, wenn man nicht mehr genug Erfüllung findet in seinem Job, muss man raus. Und das, ich habe es dann ja auch getan. Aber mein Ansinnen ist jetzt eben, wie schafft man einen Rahmen für Menschen, die neugierig sind? Wie schafft man denen einen Rahmen, sich weiterzubilden, sich fortzuentwickeln, sich zu vernetzen, und dann eben, wie schafft man diesen Rahmen nachhaltig? Das ist, finde ich, die Schule, die Landesinstitute und so weiter, die werden es nicht schaffen. Das wissen wir selber. Das müssen Initiativen wahrscheinlich entweder von Lehrern oder von außen sein. Ich glaube deswegen tatsächlich, dass du, also ich möchte mal der Wahl sein, ja, der jetzt auftaucht aus der Tagesschau. Ich glaube, dass es eine Möglichkeit darin liegen könnte, dass man, weil diese Kultur des Teilens, diese Kultur, die wir im Prinzip jetzt leben und kennen, die habe ich, und ich gehe davon aus, dass bei euch es auch so ähnlich war oder zumindest vielleicht sogar gleich, und bei vielen anderen ja auch, haben wir ja eigentlich übers Netz kennengelernt. Das heißt, eigentlich ist ja so ein Teil von Netzkultur. Und ich glaube, einen möglichen Weg, auf diese Erfolgsspur, um diese ganze Sache abzurunden, von der Frage, die wir am Anfang gestellt haben, das heißt, wie ich aus dieser Schleife in die Erfolgsspur komme, könnte sein, dass man sagt, du gehst diesen Weg ins Netz, und der ist dann in der Regel intrinsisch. Das heißt, du hast irgendwie Interesse, eine Neugier, willst du was herausfinden. Das heißt, du willst von dir aus, keiner geht ins Internet oder meldet sich bei Twitter an, weil der Schulleitung gesagt hat, geh mal da rein. Ja? Oder der Minister gesagt hat, geh mal da rein. Das heißt, du gehst von dir aus da rein. Also bist in dem Fall ist eine Grundbereitschaft schon mal da. Und wenn du dann übers Netz diese Kultur kennenlernst und dann verstehst, was er mit dir macht und dann Teil davon bist und die lebst, dann glaube ich, dass der nächste Schritt sein könnte, dass diese Menschen, die das da gelernt haben, regional, kommunal, wie auch immer, bündeln muss, die sich da vernetzen und dann diese Kultur da vor Ort weiterleben und zwar offline. Das heißt, ich glaube, dass der ein Weg sein könnte, ins Netz hinein und dann aus dem Internet wieder das Internet reinzuholen mit der Kultur, die physisch vor Ort. Das könnte für mich ein Szenario sein, was erfolgreich sein könnte. Ich glaube auch, wenn das wurde hier gerade auch im Chat schon besprochen, weil ich habe hier die Sonne im Gesicht. Wenn ich glänze, ich bin hier direkt. Du strahlst. Ja, ich strahle. Nee, ich fühle mich gerade nicht wie strahlen.
Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das, wahrscheinlich unterschätzt man das ja auch in der Geschwindigkeit, in der man denkt, und Alex schreibt es gerade auch, wie lange ist man noch Pionier? Ich glaube, es wird in 10 Jahren immer noch Leute geben, die mit den gleichen Schnacks dann die neuen Pioniere der neuen Generation sind. Soll auch so sein, ist auch fein. Aber ich glaube, wir unterschätzen die bereits stattfindenden lokalen Vernetzungen. Also ich glaube, das ist eine ganze Menge, was da stattfindet. Ja, ein Brunch hier und ein Bier da und ein Bildungstreffen dort. Und jetzt kann man sich wieder runterziehen, wenn man sagt, ja, das sind ja nur die 10.000 von Twitter. Was ist mit den anderen 300.000? Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist größer. Und ich glaube, dass wir häufiger auch unsere Thematik, also das Digital-Ding als Vernetzungsantrieb, gerne auch mal ein bisschen zu hoch pushen. Ja, es gibt auch andere Netzwerke in anderen Thematiken, politische Bildung, Inklusion. Da weiß ich, dass sich Menschen treffen und das genauso machen, wie wir es machen beim Bierchen, beim Weinchen oder beim Volleyball, sich auszutauschen. Also ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man dann nicht wieder so blasengesteuert ist und sich frusten lässt und denkt, es geht nicht weiter. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge. Und vorhin, auch hier Anselm, das wollte ich dir noch sagen zum Thema Vernetzung. Du hast deine Teilnehmer vorhin in Breakout Rooms gepackt und dann ist eine Dame aus Tübingen in einen Breakout Room mit einer anderen Frau gekommen und es stellte sich raus, dass die im Nachbardorf in Baden-Württemberg wohnen. So, dann denke ich, ja, wie geil. Also das sind wahrscheinlich diese kleinen Dinger, die wir, sie wollte, ist dann in die Lounge gekommen, um mir das extra zu sagen, was ich toll fand. Ja. Ich glaube, solche Sachen finden ganz viel statt. Die sieht man aber nicht. Wa? Man hört eben nur die Hafensänger. Ja, ist vielleicht auch ein Aufruf, ne? nach guten Initiativen zu suchen, erstmal, bevor man sich verrennt, die Machete in die Hand nimmt und von dem Dschungel schlägt, wo 2 Meter weiter schon eine Schneise ist. Ne? Das merke ich auch. Jedes Mal, wenn wir uns irgendwie einen neuen Arbeitsbereich, ob das VR ist oder was auch immer, einarbeiten und wir am Anfang eine Idee haben für ein Projekt und dann irgendwie eine Woche mal recherchiert haben, dann merke ich, oh, wir sind nicht alleine und ich bin doch nicht so die Spitze des Eisbergs, wie ich das dachte. Ne? Das ist zum einen, kann er sehr ernüchternd sein, aber zum anderen auch total schön, dass es viele Leute gibt, die in eine ähnliche Richtung denken, mit denen man halt darüber nachdenken kann, welche Synergien man entwickelt. Aber das ist halt, da müssen wir halt alle selber irgendwie vielleicht auch so ein bisschen runter von unseren hohen Wassern und denken, wir wären da ganz alleine. Ich würde vielleicht nochmal diesen Gedankengang für dich aufgreifen, weil du es in der Tagesschau vorhin erwähnt hast. Ich glaube, dass die Medien da zum Teil auch mit eine Rolle spielen. Also es ist nicht nur unsere Kanäle wie wir mit sozialen Netzwerken, sind auch, wir nutzen ja auch in dem Fall Kanäle und machen ja etwas, sondern ich meine tatsächlich eben mit Presse, TV, weil da ist halt auch so, dass die Geschichte halt einfach erzählt wird, also gerne Erfolgsgeschichten erzählt werden und bei Erfolgsgeschichten gerne einfach irgendwie Köpfe präsentiert werden müssen und das ist etwas, was einfach bedient wird und einfach gezielt danach gesucht wird und letzten Endes auch wiederum entgegenwirkt dessen, also dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Das heißt, im Prinzip müssen sich auch da verabschieden, dass man sich diese einzelnen Strahlen, Personen in dem Fall im Mittelpunkt rückt, sondern eher so Dinge einfach über Dinge spricht. Und das ist etwas, es heißt halt immer, die Leute wollen die Leute nicht hören, wollen die Leute nicht lesen. Ich glaube nicht daran, dass sie es nicht hören und lesen wollen. Ich glaube, ich würde behaupten, das würde funktionieren. Ich würde behaupten, dass guter Journalismus in die Richtung gehen könnte. Ich kann es aber jetzt halt nicht, ich kann es halt nicht beweisen. Ich bin jetzt kein Journalist, aber ich glaube, dass das in die Richtung gehen muss. Deswegen auch dann diese Konflikte, die jetzt gerade so entstehen, wenn jetzt irgendwie dann jemand, weil wir haben ja, unsere Kultur ist ja darauf gebaut, immer diese auch Denkmäler hinzustellen, ja, Personendenkmäler hinzustellen, weißt, und dann aber uns dann dementsprechend auch diese Verbindung aufzubauen und dann uns zu wundern, wenn diese anstatt gemeinsamen Dingen zu arbeiten und so wieder positionieren müssen, bist du pro, bist du contra. Das sind alles so Sachen, die schon damit auch unterstützt werden. Also auch mit dem Drosten. Bist du Team Drosten, bist du Team Kekule, ja? Also das ist doch Grütze, ey. Ganz ehrlich. Ich bin Team Fuck off Covid, ja? Was soll denn der Scheiß, ey? Also. Ja, aber kannst du dich davon lösen? Also hier der Urpunk Alex ist ja auch drin. Alex ist, er schreibt gerade, weg mit den Köpfen, weg mit den Leuchttürmen. Also Alex, wegen Alex stehe ich hier unter anderem. Alex war der erste Trainer, den ich je gesehen habe, der sowas macht. Und da hat das bei mir begonnen. Deswegen geht mir das Herz auf, dass der hier ist.
Aber es ist ja schön, unsere Egos müssen da raus, sagt er. Schafft man das? Also ganz ehrlich, will man nicht Wertschätzung für das, was man macht? Ist das dann nicht auch immer ein bisschen Ego-Pflege? Und ich finde das jetzt gar nicht mal negativ, weil ja, das ist es bei mir auch. Und ich nehme da ganz viel raus, wenn der Tag gut lief. Und aus diesen zwei kleinen Anekdoten, die ich eben erzählt habe, nehme ich, das ist für mich, nehme ich ganz viel mit. Ja, genau. Ja, echt. Das, und so, das ist doch auch Ego-Pflege. Du hast den Scheiß hier gebaut, du sitzt da seit Tagen dran und Menschen nehmen da was mit und haben nehmen was mit nach Hause und haben was vielleicht nicht gelernt, aber erlebt oder was auch immer. So, aber kriegt man sein Ego da komplett raus? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte das nicht. Du kannst es auch gar nicht. Entschuldigung, Sally. Ja, vielleicht muss dein Ego ja auch gar nicht da raus. Aber dein Ego muss bereit sein, andere Egos zuzulassen. Und man muss ja, dann würde ich mit euch beiden Kackvögeln ja wohl nichts machen hier, mal ganz ehrlich. Ja, das ist auch das ist wahr. In meinem Windschatten seid ihr alle groß geworden. Guck mal, der guckt schon wieder, der ist schon wieder auf Krawall. Ich glaube einfach nur, dass das tatsächlich das Problem ist ja, weil wir zum einen das System bedienen, um Dinge zu erreichen. Also im Endeffekt tun wir etwas, das nicht gut ist, aber das Gefühl haben, es geht nicht anders. Also als Beispiel, wir wissen einfach alle, wenn du dann in der Zeitung stehst oder in die Kamera gesprochen hast, dann sehen dich einfach mehr Leute und dann hast du in deren Welt einfach mehr Credits und hast dementsprechend kannst du dann, es dient ja auch deiner Sache und du kannst dementsprechend die Sache vorantreiben. Es widerspricht aber eigentlich deiner eigentlichen Intention. Mhm. Das heißt, eigentlich willst du es nicht, aber du weißt, ohne das geht es einfach gar nicht. Das heißt, ich werde einfach dann eher gehört. Es ist aber ein Teil des Spiels. Und das ist das Problem. Das heißt, eigentlich weißt du, dass das Spiel scheiße ist, aber du weißt auch, wenn du nicht mitspielst, dann spielst du keine Rolle. Mhm. Ja, gehe ich komplett mit dir einher. Das ist ein guter Tweet, den muss ich twittern. Ja, das war ein Goldkorn. Die anderen picken den alle auf, ich auch. Aber wir haben Viertel nach, ihr Lieben. Wir sollten zum Ende kommen. Anselm, machst du wieder blumige philosophische Abschlussworte? Ach, mach mal den Wal, bitte. Ich spreche walisch. kennt ihr dieses Video, wo der eine den Wal macht und so aufs Essen drauf springt? Eating food like animals? Ich sehe. Also an alle, die das noch nicht kennen, Klassiker auf YouTube, wahrscheinlich irgendwie 90 Milliarden Klicks, aber Eating food animals. Sehr lustig. Ja, was soll ich sagen? Ich bin froh, dass unser Dreier-Netzwerk funktioniert und dass wir auch niemanden sonst außer uns brauchen. Das freut mich immer sehr, das einfach zu sehen, dass wir uns nicht weiter vernetzen müssen. Weil wir sind die drei Spinnen und das Netz ist unser Netz. So meine abschließenden, sehr wichtigen Gedanken zu diesem Thema. Okay. Ich verabschiede mich. Ich gehe gleich noch in die Lounge, einen Wein trinken. Wer Lust hat, möge da gerne noch zukommen. Ich danke allen Beteiligten. Ja? Ja, ganz kurz, wie kommt man denn in diese Lounge? Geh mal in das mobile.schule, in das Padlet. Warte mal, ich packe den Link hier rein. Back. Warte mal. Gut. Okay? Okay. Ich danke euch allen. Dejan, wenn ciao. Du Feierabend machst oder Anselm, ihr auch und alle Beteiligten, macht's gut. Tschüss. Und ciao.